Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir natürlich heute wieder ein bisschen Arena spielen. Und leider wurden die ganzen Hype Nights verlegt. Die finden jetzt nämlich erst am 6.3. statt. Das heißt, nächste Woche, Freitag müsste es erst sein. Bin ich leider etwas schade. Ich habe mich gefreut, wieder ein paar Hype Night zu spielen. Dafür haben wir jetzt ein Duo-Test-Event, glaube ich, am Samstag. Vielleicht bekommen wir auch als Preisgeld-Turniere irgendwann diese Season ein paar Duo-Cups. Bisher ist ja nichts angekündigt, keine FNCS, weder ein Solo, Squads, Duos oder wo auch immer drin. Deshalb bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie da noch machen. Vielleicht ist das ja sozusagen eine Ankündigung dafür, aber auf jeden Fall, die ersten Solo-Turniere werden erst in 8 Tagen stattfinden. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Heute haben wir den Ruby-Skin einmal im Shop, dazu dann die Streifenschlitzer-Spitzhacke und den Himmelsstreifen-Gleiter. Und was ich auch gestern vergessen hatte im Shop-Video, dass wir jetzt ein neues Starter-Pack haben, und zwar das Iris-Paket. Hier kann man beim Skin auch noch die Kapuze abnehmen und man hat immer Spitzhacke, Backpack und dann noch 600 V-Bucks dazu. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus. Dann aber als nächstes den Gewitterskin, dann die weibliche Version, den Blitzskin, die Sturmblitz-Spitzhacke und den Sturmauge-Gleiter und dazu dann noch die Turbulent-Lackierung. Als nächstes haben wir dann hier den Partyprügler-Skin aus dem Überreste-Set. Natürlich für alle Skins aus dem Überreste-Set mit einmal ein Miliz-Stil und ein Miliz-Schimmer-Stil. Und irgendjemand hat einfach abonniert im Video. GG auf jeden Fall. Ich konnte es nicht lesen, weil OBS zu klein ist. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Oder könnte auch sein, dass jemand gefollowt hat, aber ich glaube eher ein Abo. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Dazu haben wir auf jeden Fall die schlagsige Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes den Raufbolden-Skin. Dann die Flugpionierin. War auch schon länger, glaube ich, nicht mehr im Shop. Dann den Elektro-Shuffle. Ein relativ Standard-Emote aus der ersten Season. Dann haben wir die Forkknife-Spitzhacken. Einmal eben halt rechts das Messer, links die Gabel und dann zweitens links das Messer und rechts die Gabel. Ist auf jeden Fall eine ganz nice Spitzhacke eigentlich. Dann haben wir noch den Stock-Sauer-Emote. Und dann noch den Zusammenreiß-Emote. Kurzer 200 V-Box-Emote, auch in Ordnung. Das war's dann auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.